Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein kleines Kanal-Update. Das mache ich ja so circa vierteljährlich. Werden immer länger die Perioden, weil immer mal wieder was dazwischen kommt. Aber circa so 3 bis 4 pro Jahr sollten es damit dann werden. Was es Neues auf dem Kanal gibt, gemütliches Geplauder aus dem Tannen, Buchen, Fichten, Mischwald, ja, in diesem Fall. Ja, schönes Waldgebiet, immer ein bisschen was anderes. Ihr seht da hinten ja den Waldboden, ist hier recht duster. Es gibt dementsprechend wenig Bedeckung am Waldboden, das ist gut. Dementsprechend schön schattig und schön kühl ist es hier. Gerade auch die Buchenkomponente sorgt nochmal für ordentlich Schatten. Die Tannen machen ja auch schön dunkel. Tolles Waldgebiet für heiße Tage, auch nochmal 2-3 Höhenmeter höher als ich wohne. Ist hier wirklich richtig angenehm, lässt sich aushalten. Ich kann sogar eine lange Hose anziehen, was im Wald ja auch echt ein Vorteil ist, wenn man ein bisschen von den Wegen runter möchte, nachdem ich jetzt schon zweimal dieses Jahr in den riesen Bärenklau reingerannt bin. Das ist nicht lustig, kann ich euch sagen. Wirklich nicht lustig. Gibt nochmal ein extra Video. Genau, also jedenfalls gemütliches aus dem Nähkästchen, Plaudervideo, was es so Neues gibt. Erwartet keinen roten Faden, es gibt keinen, sage ich gleich. So also ganz grob habe ich mir ein paar Stichworte aufgeschrieben. Aber ja, was mir so einfällt, Freischnauze. Ich habe schon ewig kein Video mehr gedreht, deswegen freue ich mich jetzt richtig, dass ich mal wieder vor der Kamera sitze. Ich habe wirklich für meine Verhältnisse richtig lange kein Video mehr gedreht. Alles, was in die letzten 8 bis 10 Videos, die ihr gesehen habt, falls ihr sie dann pünktlich gesehen habt oder alle gesehen habt. Irgendwas in dem Bereich ist alles vorproduziert gewesen. Ja, da war gar nichts dabei, wofür ich irgendwie sehr, sehr aktuell im Wald gesessen wäre. Das war für den Urlaub. Und da ich es mit der Vorproduktion tatsächlich gut gemeint habe, hat es auch noch ein Stückchen für nach den Urlaub gereicht. Idee ist übrigens, dass man gar nicht mitbekommt, wann ich genau im Urlaub bin. Idee ist weiterhin, dass die Welt nicht unbedingt wissen muss, wann ich irgendwo mitten in der Pampa unterwegs bin mit Frauen, wann nicht. Ja, das ist einfach so ein kleines Sicherheitsding, so ein bisschen ein Grundbedürfnis, ne? Drum. Zum Beispiel das Packen für Norwegen-Video, da waren wir schon wieder da, als das online gegangen ist. Ne? Zauberei. Ja, vorproduzieren geht so, dass man einfach das Video in die Pipeline stellt, ein Veröffentlichungsdatum angibt und YouTube veröffentlicht es einem dann automatisch zum entsprechenden Datum. Und dann sieht es so aus, als sei man da. Werde ich häufig gefragt, wie kann denn das sein, weil an Tagen, an denen ich zum Beispiel eine Führung gebe, gleichzeitig während der Führung plötzlich bei jemandem das Handy surrt, dass ich ein neues Video veröffentlicht habe. Und das wohl schlecht möglich ist, weil ich gerade im Wald stehe und dem Baum da was erzähle. Ja? Wird das häufig nachgefragt. Also nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, vorproduzierte Videos sind damit aber auch vollständig alle. Jetzt muss ich ab sofort wieder alles neu machen und alles frisch drehen sozusagen und wahrscheinlich in nächster Zeit auch frisch veröffentlichen. Es dauert immer eine Weile, bis man dann wieder einen Vorrat hat. Insbesondere da ich dann für den Winter ja bereits einen Adventskalender wieder plane und dafür auch wieder einen Vorrat haben muss, weil das geht nicht da jeden Tag. Sonst kann ich vergessen. Ne? Da muss vorproduziert werden. Ja, und ich bin am Husten. Corona ist es nicht. Es ist schlicht und ergreifend mein üblicher Husten. Den habe ich ja leider alle paar Jährchen. Hin und wieder bleibe ich mal ein Jahr verschont. Lustigerweise die bisherige Corona-Zeit hat es mich nicht erwischt. Mit dem normalen Husten, auch nicht mit Corona bisher. Toi, toi, toi. Vielleicht bleibt so, vielleicht nicht. Werden wir sehen. Jedenfalls, ja, mein üblicher Husten. Wer mir schon lange folgt, hat das ein oder andere Video sicher gesehen, wo mich der mal wieder geplagt hat. Ich bin da einfach ein bisschen empfindlich, was die Lunge angeht. Ich habe sehr, sehr, sehr feine Kapillaren. Und wenn da mal der Schleim drin sitzt, dann sitzt der da erstmal drin. Und so schnell geht der da nicht raus. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr, wenn es möglich ist, darauf verzichtet, irgendwelche Gesundheitstipps in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß, das ist lieb gemeint. Sehr, sehr lieb gemeint. Ja, und wollt ihr mir nur Gutes, weiß ich. Aber persönlich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn irgendjemand irgendwo aufkreuzt und nicht ganz gesund ist, dem dann unbedingt gleich einen Tipp geben zu müssen, was er jetzt tun muss, um wieder gesund zu werden. Das ist schon eine ziemlich individuelle und ziemlich private Angelegenheit, wie ich finde. Also so handhabe ich das zumindest. Also wenn mich niemand dazu fragt, dann sage ich da niemandem was zu. Und da ich euch nicht gefragt habe, wäre es das ganz toll, wenn ihr es einfach
nicht macht. Ja? Wie gesagt, ich weiß, es lieb gemeint. Ich bin auch niemandem böse, der es trotzdem tut. Aber wenn es nicht sein muss, wäre schön. So. Ja, und achso, der Husten ist wahrscheinlich durch Temperaturunterschiede von wahnsinnig kalt in den Bergen in Norwegen, dann unten einigermaßen warm, also im Tal, Oslo zum Beispiel, plus dann wieder Klimaanlage, die Norweger drehen das Ding runter bis zum geht nicht mehr, im Bus saukalt, im Zug relativ kalt, dann Flugzeug, dann jetzt in Deutschland wieder heiß, ständiger Temperaturwechsel, irgendwas muss da bei der Lunge nicht so gut gewesen sein. Hm? Irgendwie. Gehe ich mal schwer von aus, dass es das gewesen ist. Gut, dann, wie gesagt, ich habe mir 2-3 Punkte noch auf die Karte geschrieben. Standardmäßig gibt es in so einem Video auch immer ein bisschen kleines Update zu den nächsten anstehenden Führungen, wo noch ein paar Plätze frei sind. Das hat sich als tatsächlich erstaunlich hilfreich erwiesen, dass da dann doch meistens immer noch so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute zusammenkommen, die auf dem Wege dann doch noch von der Führung erfahren haben und dann vielleicht eventuell hier und da noch mit möchten, wollen. Daher seht es mir bitte nach, für diejenigen, für die das keine Option ist, ist es natürlich vielleicht eine sinnlose Information. Eine nutzlose Information, aber es ist halt für mich wirklich hilfreich. Das hat sich als eine durchaus gute Praxis herausgestellt. Und ich freue mich ja, wenn meine Führungen gut besucht sind. Ne? Das ist nachvollziehbar, hoffe ich. Gut, aber bevor wir dazu kommen, schnell noch den Punkt, individuelle Anfragen per Mail. Ich kriege ja viele Mails, das ist jetzt nichts Neues, das kriegt so ziemlich jeder, der seine Fratze ins Internet hält und damit halbwegs einigermaßen erfolgreich ist. Nicht, dass ich mich beklagen möchte, ne? Alles super, reicht mir völlig, meine Reichweite und so weiter. Aber ja, unter diesen vielen Mails, die man bekommt, das führt natürlich dazu, dass man A, nicht jede dieser Mails beantworten kann. Und B, manchmal in seltenen Fällen auch nicht hundertprozentig alle Mails gelesen hat, wenn also eine richtig wichtige Anfrage dabei gewesen ist. Wichtig im Sinne von für mich auch wichtig, nicht nur für euch allein wichtig, das wäre vielleicht nochmal kurz wichtig hinzuzufügen, dann ruhig die Mail nochmal schreiben. Ja, aber ja, kann passieren, dass hier und da mal was verloren geht. Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Ich kann also wirklich nicht garantieren, dass ich wirklich jede Mail zur Kenntnis nehme. Und in vielen Fällen, wenn ich sie zur Kenntnis nehme, gibt es eine Antwort von meiner Frau, beziehungsweise meine Frau nimmt sie zur Kenntnis und schreibt dann eine Antwort, wenn es was ist, was... Und das klingt jetzt arrogant, aber auch nicht unbedingt jede Mail ist immer antwortwürdig. Jetzt ist das Problem, dass ich hier in diesem Video wahrscheinlich die völlig falschen Leute anspreche, wenn ich mich darüber beschweren möchte, dass teilweise mal freche Mails kommen mit frechen Anfragen. Aber irgendwo möchte ich es einfach mal angesprochen haben. Vielleicht spricht es sich trotzdem irgendwie rum, die Welt ist ein Dorf oder ist so irgendwas gut oder sonst wie. Wenn nicht, Dienst der allgemeinen Beweihräucherung. Ja? Und für diejenigen von euch, ich weiß ja, es gibt ja einen gar nicht mal so winzigen Prozentsatz derjenigen, die sowas wie dieses Video hier, wo ich nichts wirklich Wichtiges erzähle, gerne abends als Gute-Nacht-Lektüre in Audio und Bild, möglicherweise sogar mit Bildform genießen. Ja? Daher, für irgendwas wird es gut sein. Gut, nämlich Mails. Also zum Beispiel, ich hatte mal eine Frage, ob ich jemanden beim Waldkauf beraten möchte, beziehungsweise ob ich dann nicht einfach mal mitkommen kann gegen Kost und Logis und dem sagen kann, ob er den Wald dann nun kaufen soll oder nicht. Oder, das war der eine. Der andere wollte wissen, ob ich ihm einen Wald suchen kann, den er kaufen kann und ihm einen Wald besorgen und vermitteln kann. Da habe ich überhaupt keinerlei Kontakte und kann da gar nichts machen. Wenn ich es könnte, wäre ich selber schon Waldbesitzer. Ja, wenn ich da irgendwelche Connections für super tolle, krasse Angebote für riesigen Wald, für quasi kein Geld hätte, dann wäre ich selber Waldbesitzer, definitiv. Aber auch die Frage von wegen irgendwie, ob man mich, jetzt mal abgesehen davon, dass die zwei das mehr oder weniger einfach nur so zum Spaß, so als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, wollten, dass ich da mitkomme. Da gab es mal noch einen Dritten, der mich gefragt hat, ob er mich dafür ja letztendlich buchen kann sozusagen, ne? Also im Rahmen einer Expertise. Das ist rein rechtlich gesehen und rein technisch gesehen durchaus möglich. Blöd jetzt, das traue ich mich nicht. Ja, auch aus rechtlichen Gründen tatsächlich. Ja, ich traue mir schon zu beurteilen,
beurteilen, ob ein Wald, in dem man gerade steht, was wert ist und ob man den bewirtschaften kann und so weiter und so fort. Ob das jetzt nur als Erholungswald geplant ist, dass man jetzt zum Beispiel nur einen Hektar haben möchte oder einen halben oder 0,1 Hektar reicht für den Zweck tatsächlich auch schon, zum Reinsitzen, um zu sagen, das ist jetzt mein Wald, hier hocke ich jetzt und gucke den Vögeln zu, zum Beispiel. Ja? Selbst bei sowas, da tue ich mich schwer, da möchte ich ehrlich gesagt keine Beratung anbieten bzw. abgeben, weil, gibt da ein prominentes Beispiel, also so prominent ist es nicht, aber es gab mal einen Fall, da hat jemand, dem man unterstellen darf, dass er sich dann mit dem Thema auskennt, jemand anders gesagt, dass zum Beispiel, ich glaube es war ein Pilz, dieser Pilz essbar sei. So, und dann war der Pilz aber nicht essbar. Es ist niemand ums Leben gekommen und am Ende gut ausgegangen, aber verklagt wurde derjenige, der gesagt, er sei essbar schon. Und dann hat das Gericht Folgendes festgestellt, nämlich, dass in diesem Fall tatsächlich Schmerzensgeld fällig ist und wir von einer fahrlässigen, ich weiß nicht, ob es schon fahrlässige Körperverletzung gewesen ist oder was auch immer, aber jedenfalls war das in diesem Fall deswegen so, weil der gesagt hat, dass der Pilz essbar war, jemand war, dem man das Wissen dazu zutrauen kann. Passen, wer als Experte jemand anderem einen Rat erteilt, der das eigene, die eigene Expertise betrifft, der ist für diesen Rat ein Stück weit zumindest, je nachdem, um was es sich handelt und wie der Rat formuliert ist, haftbar. Ja, und drum möchte ich nur allgemeine Informationen zum Walde abgeben, sprich Waldwissen in, ich sag jetzt mal, harmloser Form. Also nichts, woraus, also ungern auch eine Empfehlung, schneid den Baum um und da hinten pflanzt drei Eichen und da pflanzte vier Buchen und also im konkreten Fall die Tanne da hinten, die gehört dringend mal gefällt. Nein, nein, erstens tut sie das nicht und zweitens, nein, ja, das traue ich mich einfach schlicht und ergreifend nicht. Ich bin Feld-, Wald- und Wiesenwaldökologe sozusagen und behandle gerne grobe Themen. Ich behandle gerne wissenschaftliche Themen im Detail. Ich möchte aber keine konkrete Handlungsempfehlung für Waldbau, für Waldkauf, für irgend sowas in die Richtung tatsächlich abgeben. Das ist nicht, dass da, wie gesagt, ich könnte es vielleicht, aber ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen. Und genau, na, das wäre das eine. Und das andere ist, bei persönlichen Anfragen, da irgendwelche Fragen, welchen Wasserfilter jemand nach Norwegen mitnehmen soll zum Beispiel. Oder welchen Wasserfilter er nach was weiß ich wohin mitnehmen soll. Oder ich suche einen Rucksack. Das und das und das will ich haben. Am besten trägt er sich von alleine, besteht aus Luft, hat 700 Liter Stauraum und ich will meinen Tesla drin tanken, ne Quatsch, laden und parken können, zum Beispiel. Ne? Erstens, keine Ahnung. Zweitens, bin ich dafür zuständig, für dich die Einkaufsberatung zu machen? Nee. Also, ich habe begrenzt Zeit für individuelle Mailanfragen und da ist mitunter wirklich sehr, sehr freches Zeug dabei. Und nur falls doch hier jemand das zufällig sehen sollte, der drüber nachdenkt, mich zu fragen, welchen Vogel er da neulich morgens möglicherweise gehört hat. Er klang ungefähr so, rätsch, rätsch, rätsch. Erstens war es dann ein Eichelherr und zweitens habe ich keine Ahnung. Gut, also es ist einfach manchmal wirklich ein Thema, schon sehr freche Mails. Und wenn mal eine Mail eine Weile braucht, bis sie beantwortet wird oder gar von meiner Frau beantwortet wird, was im Regelfall der Fall sein wird. Und bitte auch nicht traurig oder beleidigt sein, wenn ihr eine Frage an mich habt und schickt sie eben an meine Sekretariats-E-Mail-Adresse, dass sie dann auch vom Sekretariat eine Antwort bekommt, in der drin steht, Ben meint Folgendes. Das läuft dann so ab. Wir sitzen beim Mittagessen, mampfen irgendwas Gutes. Dann fällt Frau gerade ein, dass da ja neulich die Mail vom Hans-Uwe kam, der wissen wollte, ob die Fichte denn auch stirbt, wenn man sie hinterher mit Honig einschmiert, nachdem der Borkenkäfer reingekrochen ist. Und dann sage ich, soll er machen und mir vorher drei Gläser vom Honig schicken, weil wäre ja schade drum. Und und dann kriegt der Hans-Uwe eben das als Antwort von Frau mit einer Formulierung, die ungefähr so heißt, wie, hab ihm Ben erzählt, Ben freut sich, hält dich für einen Dödel,
und wünscht dir viel Spaß. Du sollst ihm 3 Gläser Honig schicken. So in etwa. Ja? So läuft das in der Praxis häufig ab. Also nicht vom Inhalt her, aber von der Vorgehensweise. Nein, und ich kenne auch gar keinen Hans-Uwe. Also nicht, dass ich wüsste. Wobei, ja gut, bei der momentanen Flut an Leuten, vielleicht habe ich schon mal mit dem Hans-Uwe was zu tun gehabt. In dem Fall bist du nicht gemeint. Dann wäre noch kurz anzumerken, Führung. Ja? Wir haben ja schon gesagt, Führung ist ein Thema, ist wahrscheinlich jetzt für alle, die nicht mit auf eine Führung wollen, uninteressant. Darum machen wir es weitestgehend kurz, aber aktueller Stand für Führungen, bei denen ich noch Plätzchen hätte, wären tatsächlich der 27.8. Da haben wir noch schätzungsweise 5 Plätzlein frei und der 28.8. Da haben wir sogar noch sage und schreibe 10 Plätze frei, stand 9 Plätze frei, stand heute. Das ist jeweils die Führung in Calw. Calw ist ein Stückle südlich von Pforzheim, das wiederum ist ein Stückle östlich von, westlich von Stuttgart. Und da kommt man leider auch gar nicht so super, super einfach hin. Vielleicht eine Option mit einem 9-Euro-Ticket, das geht nämlich tatsächlich. Ja, also es ist jetzt nicht so völlig im Eimer, am A der W, dass man da überhaupt nicht hinkommen würde. Und das letzte Stückchen, wenn jemand nur bis Calw runter in die Stadt kommt, dann kann ich auch gerne noch jemanden mit hochnehmen zum Treffpunkt. Das wäre jetzt auch nicht die Schwierigkeit. Oder wir gucken, vielleicht kriegen wir sogar noch eine Fahrgemeinschaft zustande, wenn jemand sagt, er will mit den Öffentlichen kommen, aber würde auch eine Fahrgemeinschaft cool finden. Und wieder wer anders sagt, ja, ich kann gerne noch jemanden mitnehmen bei der Anmeldung, beziehungsweise das koordiniert dann auch wieder meine allkoordinierende, ohne die ich völlig aufgeschmissen wäre, Frau. Ja, weil ich habe keine Ahnung von Koordination. Ich kann euch da was zum Baum erzählen, ne? Aber das wisst ihr ja. Gut, jedenfalls, das klappt irgendwie. Und nochmal, das sage ich ja jedes Mal mehr oder weniger, beziehungsweise ich preise jedes Mal vor allem die Calw-Führung an. Wir werden nächstes Jahr auch weniger Calw-Führungen machen, weil die ist halt im Juche draußen. Das ist für Gesamtdeutschland ist Calw eine abgelegene Ecke. Das ist halt für Baden-Württemberger, die in der Nähe wohnen, kein Problem. Okay, wer nicht in der Nähe wohnt, je nachdem wo du wohnst, wenn du in Rostock wohnst, dann kommst du nie nach Calw, wenn du nicht sowieso gerade im Süden bist, um da Urlaub zu machen. Ne? Keine Chance. Das ist mir auch bewusst. Daher ist auch in Ordnung, wenn die Führung nicht so voll wird, mache ich sie selbstverständlich trotzdem und freue mich auch trotzdem, dass ich die Führung machen darf. Die ist nämlich cool und auch in kleiner Gruppe durchaus cool, aber es wäre dahingehend jetzt gerade sehr aktuell, weil es nämlich die Führung ist, bei der wir uns mal angucken, wie ein Wald aussehen muss, dass er bei den Temperaturen, die wir gerade haben und bei der aktuellen Dürresituation, ja, dazu gibt es auch noch mal irgendwann ein Video, das werde ich auch ganz oft gefragt, nachvollziehbar natürlich. Ja, und bei der aktuellen Situation sind Wälder, die noch so richtig, richtig stabil sind, wirklich eine Seltenheit. Und einer davon ist tatsächlich der Wald um Calw drumherum, beziehungsweise der Teil, den wir uns angucken werden. Und ja, also das ist wirklich ein Tip-Top-Spezialwaldgebiet mit wirklich speziellen Waldbildern, die da auch eine Rolle spielen. Nicht nur, es sind auch ein paar normale Waldbilder dabei, das geht nicht. Ja, ich habe kaum Waldgebiete, wo man nur ein Highlight nach dem anderen hat. Aber das ist auch wichtig und das ist auch realistisch, dass man sich auch stinknormale Wälder zwischendurch mal anguckt. Und vielleicht werdet ihr überrascht sein, dass man auch in ganz normalen 0 auf 15 Wäldern, zum Beispiel auch diesen hier, im ersten Blick 0 auf 15 Wald, aber auch da kann man sehr interessante Details entdecken, wenn man dann das Auge dafür hat, den Blick dafür hat. Das ist auch was ich häufig höre dann von Touren, insbesondere auch von Einzeltouren, um dann gleich noch ein paar Takte zu erzählen, dass dann die Leute eben überrascht sind und das niemals gesehen hätten, wenn sie jetzt alleine unterwegs waren, gerade auch wenn es Leute sind, die den Wald, in dem wir unterwegs sind, eigentlich gut kennen und dann trotzdem noch einen Haufen neue Details entdecken, weil ich einfach einen anderen Blick auf den Wald habe, etwas analytischeren sicher und sicher auch noch einfach ein paar Dinge entdecke, die man sonst so übersieht. Ich finde zum Beispiel tendenziell auch häufiger Spechthöhlen als andere Leute zum Beispiel. Oder ja, sehe einfach Besonderheiten. Man muss ja wissen, dass es Besonderheiten sind, um sie überhaupt erkennen zu können. Also ne, das ist schon auch ein ganz normaler Wald, kann durchaus sehr interessant sein, möchte ich damit ausdrücken. Also 27.8. wie gesagt, ist noch viel frei. Und am 28.8., das ist dann ein Sonntag,
ist ebenfalls noch viel frei. Na, also ich würde mich freuen, wenn auch jemand spontan Lust hat und zufällig hier im Südwesten ist und so weiter. Tour kostet 25 Euro, das ist die etwas rabattierte, weil ich nicht so weit fahren muss. Dauert, naja, offiziell 6 Stunden. Wenn ich dann mal endlich in 6 Stunden fertig werden würde, könnten auch 6,5 werden, möglicherweise 7, aber länger als 7 hat es noch nie gedauert. Ja, das zu meiner Verteidigung. Und wenn es eine eher kleine Gruppe ist, ist die Chance, dass es, wobei meistens, also tatsächlich hat sich noch selten, also es gab schon müde Gesichter, das ist auch nachvollziehbar, 7 Stunden draußen rumlaufen ist halt 7 Stunden, wir sitzen davon eine halbe, ja, höchstens. Also es ist auch ein bisschen anstrengend natürlich, und da kann ich schon müde Gesichter nachvollziehen, aber beschwert im Sinne von, boah Mann, kommt zum Punkt, hat sich jetzt noch niemand. Ich denke, die allermeisten, die so 2, 3 oder 4, 5 meiner Videos gesehen haben im Vorfeld, wissen, es kann manchmal bisschen länger dauern. Aber ja, ich plane das wirklich nicht. Das Ding ist geplant auf 5 Stunden. Habe ich noch nie geschafft. Jede Führung, ja, jede meiner Führungen ist geplant auf 5 Stunden. Das heißt doch vor 2018. 2018 und 2019 habe ich es mal geschafft, 5 Stunden zu machen. Ja, das ist hier und da mal geglückt. Das Dumme ist nur, jedes Mal, wenn ich irgendwo die gleiche Route laufe, entdecke ich nochmal irgendwelche Details und dann bin ich der Meinung, die seien auch wichtig. Ich lasse ein bisschen andere Sachen weg, aber dann kommen auch wieder Fragen. Und das ist auch gut so und ich freue mich immer wirklich außerordentlich, wenn jemand was fragt. Ein gewisses Stück weit sind Fragen auch einprogrammiert bzw. eingeplant zeitlich, aber es sind dann meistens doch noch mal ein paar mehr. Manchmal auch gibt es richtig schöne, das ist auch toll, das macht richtig Spaß, auch richtig schöne Diskussionen in der Gruppe, dass wir dann quasi so einen Waldsitzkreis bilden und uns die Talking-Wurzel zuwerfen. Und jeder, der die Talking-Wurzel hat, darf talken, außer ich darf immer talken. Nein, mach mal nicht. Geht auch ohne Talking-Wurzel. Ich erinnere mich noch den Talking-Stick. Das gab es früher bei so Jugendgruppen, bei denen ich dabei war. Gut, da vielleicht wichtig, ne? Da mit Sicherheit sogar wichtig. Aber ja, lassen wir das. So, also, das war die Kalf-Geschichte. Wer noch mit nach Siegen möchte im September, da ist schon die Warteliste tatsächlich ganz gut gefüllt. Da dürft ihr euch selbstverständlich trotzdem noch gerne draufsetzen lassen, wenn ihr lustig seid. Aber ist sicherlich nicht unbedingt notwendig. Und für den Harz, da war ich ja jetzt gerade erst, im Oktober sicher ganz interessant, insbesondere wenn wir Glück haben, erwischen wir die Buchengelbphase, 1. und 3. Oktober. Das ist normalerweise ja erst gegen Ende Oktober, dass die Buchen schön gelb sind oder so Mitte. Dieses Jahr wird es mit Sicherheit früh der Fall sein. Also wenn wir Glück haben, erwischen wir noch das Ende der Gelbphase bei 1. bis 3. Oktober, weil bei der Trockenheit gerade, da wird das ein früher Herbst. Also für den Baum, ne? Die werden frühzeitig in den Herbstmodus schalten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es passt. Und dann habe ich ein paar richtig tolle Waldbilder im Harz für euch. Mit, wenn es klappt, das kann ich nicht versprechen. Der Termin ist vorher gemacht, das liegt an Termingründen, ne? Und wenn es mit der Natur übereinstimmt, dann ist super. Das hat zum Beispiel hervorragend letztes Jahr in Siegen funktioniert. Da hatten wir richtig großartige, wer sagt, zufällig dabei war bei der Herbstführung, großartige Lichtstimmung. Ich liebe ja die Herbstführungen. Das sind so meine Lieblingsführungen. Ich mag einfach den Herbst. Und wenn der Wald so aussieht, das würde jetzt bald eben einschlafen, in Anführungszeichen, in den Wintermodus schalten und dann ein bisschen Pause machen. Und dann läuft man noch einmal durch und guckt sich noch mal so ein bisschen revue-mäßig an, wie das Jahr so gewesen ist für den Wald. Und noch so ein paar Herbstspezialsachen. Auch der ein oder andere Pilz ist dann tatsächlich sogar dabei. Ja, ich kenne nicht viele Pilze, aber so 2, 3, 4, 5. Können wir dann trotzdem besprechen, wenn sie am Wegesrand stehen. Das kann ich nicht garantieren, das hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie es halt gerade ist. Ich muss überhaupt noch mal kurz dazu sagen, meine Führungen, da ist durchaus ein gewisser Unterschied dabei, in welchen Monat die jeweils stattfinden. Ich erzähle im Sommer was anderes wie im Frühling und wie im Herbst. Und eine Winterführung gibt es ja bisher nicht. Mal gucken, ob wir vielleicht die Harzführung mal im Winter anbieten. Ja, oder ich mir dann doch noch mal eine extra Location für eine Winterführung suche. Aber bei der Harzführung könnte ich es mir vorstellen, weil das doch eine Ecke ist, die relativ schneesicher ist. Weil das Problem bei Winterführung ist halt, du hast Termin X, so dann findet kein Winter statt. Und dann hast du eine kahle Waldführung. Okay, das hast du in jedem Fall. Aber
vielleicht noch nicht mal besonders kalt. Und wenn Winterführung, dann wäre mit Schnee halt schon genial, weil sonst kann ich die Hälfte von dem, was ich da sonst erzählen würde, weglassen und das Ding kurzfristig absagen, weil kein Schnee liegt, ist auch blöd. Und ohne Schnee, ja, nee, das geht nicht. Ja, das gibt dann eine Kurzführung. Das kann man natürlich theoretisch auch mal machen, aber ungern. So, also. Also Siegen ist schon, wie gesagt, Harz, 1. 3. Oktober. Ein Plätzchen gibt es jeweils noch, wenn es gut läuft, wenn es gut läuft. Ne? Also bloß kein Run jetzt auslösen. Harz ist wirklich sehr, sehr gut besucht worden, beziehungsweise belegt worden. Auch viele Wiederholungstäter dabei. Übrigens herzlichen Dank an Wiederholungstäter und bekannte Gesichter. Falls ihr das Gefühl habt, ich erkenne euch nicht, doch. Dass ich euch schon mal gesehen habe, weiß ich schon. Dass ich nicht mehr weiß, wie ihr heißt, ja, das ist leider die Wahrheit. Ja, also in den meisten Fällen, mit auch so ein paar Ausnahmefälle, die dann Dritt- oder Viertwiederholungstäter sind, das gibt's ja auch hin und wieder mal, ja, die kenne ich dann irgendwann schon. Aber ja, also bitte nicht, mein Namensgedächtnis ist echt nicht das Beste. Und wem vielleicht schon mal aufgefallen ist, ich gebe mir auch keine allzu große Mühe, weil ich ein schlechter Mensch bin, zu versuchen, die Namen meiner Führungsteilnehmer zu lernen, das, also gerade bei den Gruppenführungen, ne? Bei Einzelführungen sieht die Sache natürlich anders aus, aber bei Gruppenführungen ist das schon ein bisschen, ich soll es wahrscheinlich tun, es gehört sich eigentlich so, ja, vielleicht eines Tages, dass ich mir da mal ein bisschen mehr Mühe gebe. Das ist, ja, wie gesagt, es gehört sich eigentlich ja so, aber... Und jetzt möchte ich noch aus gegebenem Anlass, weil es halt in dieses Video ganz schön reinpasst, auch wieder die völlig falschen Leute damit ansprechen. Aber mir wäre noch ein Thema tatsächlich das Strohmann-Argument. Ich lese ja gerne Kommentare und hier und da steht in den Kommentaren was ganz Großartiges drin. Hier und da steht da was super Lustiges in den Kommentaren drin. Hier und da berechtigte Kritik. Die ist mir auch immer sehr, sehr recht. Insbesondere, wenn sie berechtigt ist und mich persönlich auch weiterbringt. Das passiert nicht mehr allzu oft und das ist auch schön und da bin ich beruhigt, dass das nicht mehr allzu oft passiert. Aber wenn ich so drüber nachdenke, was mir das bisher auch im Verlaufe des Lebens meines Kanals und meines Lebens logischerweise gebracht hat, war da oft sehr, sehr gute, sehr konstruktive und mich wirklich weiterbringende Kritik auch dabei. Ne? Also auch da bitte immer gerne. So, aber... Das Problem so ein bisschen generell im Internet ist, dass viele Leute, die im Internet Kommentare abgeben oder Meinungen zu Sachen kundtun, häufig nicht wirklich gelernt haben, wie man richtig debattiert. Das ist an sich jetzt nicht weiter verwerflich, das braucht man auch nicht unbedingt zwingend gelernt haben, aber vielleicht will man es ja irgendwann mal lernen und das könnte dann hilfreich sein, wenn man bestimmte Argumente vorher mal selber kurz im Kopf darüber nachdenkt, ob es sich um ein solches handelt und diese dann sein lässt. Ja, und dafür würde ich gerne ein kleines Beispiel bringen für solche Argumente. Das ist nicht das, worüber ich reden will, aber doch ein Klassiker, nämlich das Ad hominem-Argument, das in der Argumentationsstruktur, dass jemand sagt, das und das stimmt nicht. Also zum Beispiel, ein Klimatologe sagt, Klimawandel wird schlimmer als erwartet. Zum Beispiel. So. Oder nein, klassisches Beispiel, immer schön polarisierend, damit ein schönes Beispiel. Luisa Neubauer, die deutsche Chefin von Fridays for Future, mehr oder weniger, glaube ich, ist sie das nach wie vor, die sagt, Fliegen ist böse, so, fürs Klima. Gut, soweit hat sie damit recht. Das ist eine Tatsache, das ist bewiesen, da muss man nicht lange drüber diskutieren. Das ist jetzt erstmal so. Ne? Es gibt natürlich trotzdem Leute, die darüber diskutieren, ob es denn nun tatsächlich böse ist oder nicht. Klar, aber nach dem aktuellen Forschungsstand und ohne jetzt das blöde Fass mit dem Klimawandel gibt es gar nicht in der Form und CO2 ist nicht dran schuld, aufmachen zu wollen, hat sie damit erstmal recht. So, jetzt... Darf sie das aber nicht sagen, kann man häufig lesen im Internet. Oder ist eine blöde Kuh, dass sie das trotzdem sagt. Oder es stimmt einfach nicht. Oder es ist halt Quatsch und man darf ihr nicht zuhören, weil, und jetzt kommt's, als Kind ist sie selber viel rumgeflogen mit ihren Eltern. Sie ist wohl, ich habe keine Ahnung, genaueres weiß ich da nicht, aber das liest man dauernd, beziehungsweise hört man dauernd eben in Kommentaren, dass die wohl recht vermögende Eltern gehabt haben mag, die Luisa Neubauer. Und
damit als Kind viel in Urlaub geflogen ist. Ergo, sie ist selbst schon viel geflogen und deswegen darf sie sich jetzt nicht hinstellen, weil sie ja selbst auch schon viel geflogen ist und sagen, Fliegen ist böse. Ihr wird also für die Aussage, dass Fliegen böse ist, was eine Tatsache ist, was eine richtige Aussage ist, was ein gutes Argument ist, um nicht zu fliegen, weil es schlecht fürs Klima ist. Das stimmt alles soweit. Aber Luisa darf das nicht sagen, weil die ist selber schon geflogen. So, und damit hätten wir dann ein Ad hominem-Argument, dass jemand, der ein völlig richtiges Argument bringt, trotzdem eben das scheinbar nicht sagen darf und das Argument nichts gilt, weil in der Person, die das Argument bringt, was von der Richtigkeit oder Falschheit der Aussage in keinster Weise irgendwie, da hat es ja keinen Einfluss drauf, aber damit wird argumentiert. Die Person ist das Problem. Ja? Ein super schlechtes Argument, weil es eben letztendlich nichts zur Diskussion beiträgt, außer eben zu verunglimpfen, wer das Argument gemacht hat. In seltenen Fällen kommt es vor, dass ein Ad hominem-Argument wirklich sehr, sehr naheliegend ist, wenn zum Beispiel Adolf Hitler irgendwas zu Menschenrechten erzählen würde. Auch wenn er damit recht hätte, dass zum Beispiel er sagt, Menschenrechte sind unantastbar und solche Späße, und dass eben jemand sagt wie ein Hitler, dann wäre auch ich geneigt, ein Ad hominem-Argument zu verwenden, dass der das ja nun wirklich nicht zu sagen braucht. Das ist menschlich, dass man hin und wieder gerne mal auf solche wie das Ad hominem-Argument Argumente zurückgreift, ne? Aber es dient nicht unbedingt gerade zur Versachlichung oder zur Verbesserung der Diskussion und führt schon gar nicht dazu, dass bei kontroversen Themen, die diskutiert werden sollen, wo ein Problem angesprochen wird, eine Lösung gefunden wird, indem man einfach den Diskussionsteilnehmern die Kompetenz abspricht, irgendwie an der Diskussion teilzunehmen. Das bringt sie selten bis nie weiter. So. Gut, also das war das eine Beispiel, aber das, was mich besonders gestört hat die letzten Tage, war bei meinen ökologischen Konsequenzen der Katzenhaltung oder ökologische Probleme der Katzenhaltung, irgendwie so hieß es, glaube ich, Video, ein Haufen Leute, mal abgesehen von den typischen, meine Katze macht das nicht, das war mir aber schon vorher klar, dass dieser Kommentar häufiger kommen wird, weshalb wir ja festgestellt haben, dass so ziemlich jede Katze das macht und ich auch extra gesagt habe, dass selbst meine Katze das macht und die vom Auto überfahren wurde und im Grunde mit hinkend unterwegs ist, also noch vor unserer Zeit, bevor sie bei uns war, wurde sie mal vom Auto überfahren, aber tut auch nichts zur Sache, jedenfalls ein ganz häufiges Argument, ganz, ganz häufig unter diesem Video, habe ich noch nie so oft gesehen, ist das sogenannte Strohmann-Argument. Und dann sogar noch mit dem Versuch, nachdem ich jemanden drunter geschrieben habe, dass es sich hierbei um ein Strohmann-Argument handelt, dann wieder zu rechtfertigen, weshalb das hier kein Strohmann ist, ist aber doch ein Strohmann, nämlich um in der Rechtfertigung sozusagen dann gleich wieder ein Strohmann-Argument zu bringen. Ja, ich war dann mit dem, was ich im Wald erzählt habe, doch nicht ganz zufrieden und habe mir gedacht, ich mache das hier nochmal ein kleines bisschen strukturierter mit ein bisschen was zum Nachlesen. Es handelt sich hier, also bei den Beispielen, die ich gleich bringen werde, häufig nicht um den klassischen Strohmann, also die klassische Scheinargumentation mittels des Strohmanns, sondern es ist so eine Kombi aus dem Strohmann und es kann nur ein Problem gleichzeitig geben. Das nenne ich jedenfalls so. Das ist ein Argument, das man im Internet ganz, ganz häufig findet. Ich sag's gleich mal vorneweg. Die Urform von es kann nur ein Problem gleichzeitig geben, ist ein Satz wie, ach, da würde habt ihr denn nichts Besseres zu tun, als euch darüber aufzuregen, wo es doch so viel anderes Wichtiges gibt auf der Welt. So in etwa. Ja? Also das erweckt den Anschein, dass wenn man sich um ein kleines Problem kümmert, das tatsächlich in erreichbarer Nähe einen Lösungsansatz oder zumindest eine Option zur Verbesserung bereithält, zum Beispiel dein Garten vertrocknet, ja dann gieß ihn halt. Ja? Dass dein Garten vertrocknet, ist erstmal kein großes Problem. Es ist allerdings ein Problem, was eine Relevanz hat, was tatsächlich auch vorhanden ist, was mit realistischen Methoden lösbar ist. Und nur weil für dich bzw. für denjenigen, mit dem du gerade über deinen Garten diskutierst, das Problem eine gewisse Relevanz hat und für andere Leute vielleicht nicht, heißt das nicht, dass das Problem nicht existiert. Das heißt, in einer Diskussion um das momentan diskutierte Problem, nämlich den Garten,
hilft es nicht wirklich weiter, jetzt hinzugehen und zu sagen, ach, es gibt größere Probleme auf der Welt, da müssen wir über das hier ja gar nicht reden. Weil mit der Argumentation, dass es größere Probleme auf der Welt gibt und um das aktuelle Problem muss man gar nicht sprechen, kann man jedes erdenkliche Problem, das nicht das allergrößte auf der Welt ist, und da kann man sich sehr wohl streiten, welches das ist, einfach in die Nichtigkeit verschieben, da es ja ein größeres Problem gibt. So, und das mag im ersten Moment logisch konsequent erscheinen, ist aber Mumpitz, weil einfach nicht eine Begrenzung für Probleme da ist. Es kann beliebig viele große und kleine Probleme zur gleichen Zeit geben und das Vorhandensein eines großen übergeordneten Problems befreit nicht davon, sich mit kleineren untergeordneten Problemen möglicherweise auseinandersetzen zu wollen oder zumindest zu können, in vielen Fällen sicher auch zu müssen. So, aber jetzt nochmal die Verbindung zum Strohmann. Ein halb fiktives Beispiel. Katzen sind ein ökologisches Problem, da sie ohne selbst der Jäger-Beute-Beziehung zu unterliegen, trotzdem ihre prädatorischen Instinkte vollumfänglich nachgehen können, sofern sie Freigängerkatzen sind. Also nochmal kurz zur Background. Da eine Katze beliebig viele Mäuse, Vögel oder was sie sonst so frisst, killen kann und trotzdem daheim noch gefüttert wird, ist sie unabhängig davon, dass ein normalerweise wildlebendes Raubtier, wenn es viele Beutetiere tötet, weniger Beutetiere findet, selber eine reduzierte Reproduktionsrate hat oder gegebenenfalls sogar verhungert, bis wieder so wenige Raubtiere da sind, dass sich der Bestand der Beutetiere wieder von alleine erhöhen kann, bis das ganze Spielchen von vorne wieder losgeht. Dann werden die Katzen wieder mehr, dann werden die Mäuse wieder weniger, dann werden die Katzen hinterher weniger, dann werden die Mäuse wieder mehr und immer so weiter. Das ist eine Räuber-Beute-Beziehung. Und der unterliegen Hauskatzen nun mal nicht, weil sie unabhängig davon, ob sie schon alles gekillt haben oder nicht, trotzdem gefüttert werden. Das heißt, sie rauben sich nicht selbst die Lebensgrundlage, indem sie alles ausrotten und können dies infolgedessen potenziell, ich sage nicht, das tun sie, aber sie könnten es, ohne davon Konsequenzen negativer Art tragen zu müssen, abgesehen davon, dass ihnen vielleicht langweilig ist. So, das Argument, was darauf häufig kam, nur als Beispiel, wie gesagt, das ist ein häufiges Internetphänomen und ich beziehe das auf mich, weil da kann ich am besten drüber reden. Der andere, also derjenige, der jetzt darauf antwortet, wie gesagt, fiktiv. Nicht die Katze ist das Problem, sondern dass es keinen Platz für die Natur mehr gibt und überall nur noch Maisäcker zu finden sind. Oder ein anderes Beispiel. Nicht die Katze ist das Problem, sondern der Mensch, denn wir sind einfach zu viele. So, und das ist jetzt so ein halber Strohmann, denn da wird quasi jetzt einfach darauf verwiesen, dass letztendlich genau das, was ich gerade beschrieben habe, es gibt ein viel größeres Problem und deswegen müssen wir uns um ein kleineres untergeordnetes Problem, das bei der Lösung des größeren Problems möglicherweise nicht mehr allzu sehr ins Gewicht fällt, gar nicht kümmern. Tatsache ist allerdings, dass aus der durchaus nicht ganz vom Tisch zu wischenden Wahrheit, dass wir ziemlich viele Menschen sind, ob wir zu viele sind, das kann man diskutieren. Ich würde mich der Aussage, dass wir zu viele sind, durchaus irgendwo auch anschließen. Nur ist das ein Problem, das man nicht wirklich lösen kann, sofern man nicht freiwillig sterben möchte, letztendlich, ne? Und da das die wenigsten von uns möchten, und das ist auch gut so, sollte man auch nicht wollen. Wenn doch, sollte man sich schleunigst entsprechende Hilfe suchen. Aber das ist einfach ein Problem, das gar nicht lösbar ist. Und jetzt folgt daraus vielleicht für den einen oder anderen, oder zumindest liest sich das für mich häufig so, als müsse man sich um kleinere lösbare Probleme nicht kümmern, da es ja größere Probleme gibt, die man ja zuerst lösen muss, die aber nicht lösbar sind oder zumindest nicht in absehbarer Zeit oder sehr, sehr unrealistisch lösbar sind. Und erst dann hätte man die moralische Verpflichtung, sich über kleinere Probleme überhaupt Gedanken zu machen. Was dann wiederum bedeutet, dass du dir selbst mit dieser Scheinargumentation, weil sie logisch nicht konsequent ist, jede Notwendigkeit selbst zu handeln und selbst tätig zu werden, um ein vorhandenes Problem, insbesondere gesellschaftliche Probleme, Umweltprobleme, sonstige Probleme, die viele Leute betreffen, die musst du nicht angehen, solange es ja noch ein größeres Problem gibt, das noch gar nicht gelöst ist. Und das heißt, du kannst weiter auf dem Sofa hocken bleiben, in letzter Konsequenz. Ja, und das ist wirklich ein Trugschluss bzw. eine Fehlargumentation zur Selbsttäuschung, die man im Internet immer mal wieder lesen kann.
So, und jetzt kommen wir nochmal auf den klassischen Strohmann zu sprechen, weil das ist alles nur so ein halber Strohmann, das Zeug da oben, weil es zur Hälfte auch eben dieses, es kann nur ein Problem gleichzeitig geben, Denkdingens verstärkt, nämlich der klassische Strohmann, um zurück auf das Katzenthema zu kommen. So, du bist also gegen die Freiheit von Katzen, was ich so jetzt erstmal nicht gesagt habe, was aber zugegebenermaßen irgendwo vielleicht mir unterstellt werden kann, ohne jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen zu sein. Aber so gesagt habe ich das nicht. Dann findest du es bestimmt auch richtig, dass die Freiheit des Menschen immer mehr eingegrenzt wird. Und das ist dann wiederum schlimm, weil XY jetzt durchaus vielleicht auch gute Argumente. Aber das ist jetzt der klassische Strohmann. Das heißt, wir wechseln das Thema. Wir sprechen jetzt gar nicht mehr um die ökologischen Konsequenzen der Katzenhaltung, sondern es geht jetzt plötzlich um die Freiheit des Menschen, die irgendwie politisch immer mehr eingeschränkt wird. Falls sie das wird, das weiß ich nicht, das, keine Ahnung, geht mich auch nicht so viel an, jedenfalls nichts, was ich hier auf meinem Kanal diskutieren müsste. Aber der Witz ist jetzt, dass jetzt quasi der Strohmann aufgestellt wird, dem man jetzt unterstellt, dass der Strohmann, also die fiktive Version von mir, weil ich ja nicht erreichbar bin, durch einen Kommentar, jedenfalls nicht unmittelbar, jetzt wird also eine fiktive Version von mir erschaffen, die sagt, die Freiheit des Menschen wird immer mehr eingeschränkt und das ist gut so. Das heißt, das finde ich jetzt richtig. Das wird mir hier unterstellt. Und jetzt kommt ein Haufen Argumente dagegen, dass die Freiheit des Menschen nicht weiter eingeschränkt werden sollte. So, und am Ende hat dann derjenige, der wunderbar argumentieren kann, weshalb die Freiheit des Menschen nicht einzuschränken ist, das Gefühl, jetzt super toll argumentiert zu haben und recht zu haben, möglicherweise auch die Diskussion gewonnen zu haben, weil er mich widerlegt hat mit meiner gar nicht getätigten Aussage, dass die Freiheit des Menschen eingeschränkt gehört. Und so kann man also als Strohmann-Verwender sich in beliebige Diskussionen über beliebiges Thema einschalten, ein anderes Thema in die Diskussion reinschmeißen, so tun, als wäre, würde es dahin gehören, obwohl es mit der ursprünglichen Fragestellung, nämlich der Katze, überhaupt nichts zu tun hat. Und ja, kommt sich dann am Endeffekt vielleicht schlau vor oder in vielen schlimmen Fällen, gerade auch wenn der Mitlesende, der Diskussion Verfolgende oder Zuhörende oder in welcher Form auch immer die Diskussion stattfindet, aber dann könnte ein Zuhörer, ein Unbeteiligter das Gefühl haben, dass derjenige, der jetzt darlegt, weshalb die Freiheit des Menschen nicht einzuschränken ist, doch ein ganz, ganz schlauer Typ ist. Und während ich, jetzt im konkreten Beispiel, ein Dödel bin, der ich die ganze Zeit hier nur über Katzen rede, obwohl es doch eigentlich um die Freiheit des Menschen ginge. Und dann haben wir hier ein klassisches Strohmann-Argument, auf das wir in dem Fall dann auch reingefallen wären. So, also so viel zum Strohmann wollte ich einfach noch mal kurz hier mittels der paar Textausschlüsse, Auszüge kurz ergänzen und damit zurück zum Ben im Wald. Also zum Beispiel, was im konkreten Katzenfall häufiger vorkam, war halt eben, das Problem ist nicht die Katze, das Problem ist die Überbevölkerung. Wump, Strohmann raus. Die Überbevölkerung, wenn die nicht wäre, dann wäre auch das Problem mit der, dann würde man weniger Fläche verbrauchen und dann wären die vielen Katzen auch überhaupt kein Problem, weil das Hauptproblem ist ja die Überbevölkerung. Und das stimmt. Also die Überbevölkerung ist ein Problem und es gibt auch eine Überbevölkerung. Das wird auch häufig diskutiert. Überbevölkerung gibt es nicht. Das muss man aus einer, kann man aus einer gewissen humanistischen Perspektive sicherlich irgendwo so sehen, dass kein Mensch, der da ist, irgendwie zu viel ist, wenn wir alle gleich wertvoll sind und grundsätzlich wertvoll und eben die Würde des Menschen nicht unantastbar ist, dann ist es schon eine kluge bzw. konsequente Schlussfolgerung, dass niemand als zu viel angesehen werden darf. Ja, deswegen sind wir aber trotzdem sehr, 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 sehr viele. Und ökologisch gesehen, ohne jetzt irgendwelche humanistischen, menschlichen, rechtlichen, ethisch-moralischen Gesichtspunkte, und in ökologischen Sichtweisen spielt Ethik und Moral häufig nach Möglichkeit überhaupt keine Rolle, weil es rein um naturwissenschaftliche Phänomene gehen sollte. Und deren Konsequenz, ob das richtig oder falsch ist, das muss dann an anderer Stelle bewertet oder wenn überhaupt, ne, aber dann an anderer Stelle bewertet werden.
Aber ökologisch betrachtet sind wir erstmal viele. Ob wir zu viele sind, da kann man sich jetzt noch mal ein bisschen kloppen. Aber wir werden zumindest wahrscheinlich irgendwann mal zu viele sein oder zumindest so viele, dass es massive Konsequenzen aufs Ökosystem hat. So gesehen, und das macht den Strohmann häufig so attraktiv, ist es sogar richtig, dass das Hauptproblem in irgendwelchen Flächennutzungsschwierigkeiten oder Konflikten um die Fläche, weil jeder was von der Fläche haben möchte, der Wolf möchte da sein, der Luchs möchte da sein, der Biber möchte Dämme bauen, wir möchten spazieren gehen, wir möchten Nahrung anbauen, wir möchten Städte haben, wir möchten Autobahnen haben und so weiter und so weiter. Ja, und gleichzeitig möchten wir aber auch, dass der Luchs eben auch da ist und der Wolf bitte auch und der Biber seine Dämme bauen kann, aber gleichzeitig möchten wir nicht verhungern und das führt bis heute zu unlösbaren Problemen im Übrigen. Da hat noch niemand eine vernünftige Lösung für gefunden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in den nächsten Jahrzehnten passiert. Hoffentlich nähern wir uns dem Ganzen ein bisschen an. Das wäre so meine große Hoffnung. Aber nur mit einem unlösbaren Riesen-Giga-Problem um die Ecke zu kommen und dann so zu tun, als wären die kleinen Probleme dadurch egal, das stimmt halt nicht und das ist auch logisch in sich nicht konsequent. Ja, weil das ändert nichts an der Situation, dass die Katze einen Haufen Viecher frisst. Und wenn man jetzt das Landnutzungsproblem aus irgendwelchen Gründen tatsächlich gelöst bekommen würde, weil man sich jetzt darauf konzentriert und einem jetzt plötzlich, weil man nicht mehr über die Katze nachdenkt, eine Lösung dafür einfällt, dann ist hinterher immer noch zu viel Katze da, die immer noch genau die gleiche, voraussichtlich genau die gleiche Menge Vögel futtert und genau den gleichen Schaden anrichtet, der dann immer noch vorhanden und wahrscheinlich immer noch genauso groß ist. Und selbst wenn, wie gesagt, das Landnutzungsproblem gelöst wird, man kann auch nicht beweisen oder man kann auch nicht prognostizieren, welchen Einfluss das überhaupt auf die Katzenpopulation bzw. die Problematik der Katze, die Vögel frisst, haben würde. Wenn du größere Probleme, nur dann über ein Problem reden darfst, wenn es das Größte von allen ist und es nur dann angehen darfst, wenn es das Größte von allen ist, dann bedeutet das für jeden von uns als Individuum, dass jedes unserer persönlichen Probleme scheißegal ist, solange es zum Beispiel einen Ukraine-Krieg gibt oder Verhungern der Kinder in Afrika oder einen Klimawandel oder eine Überbevölkerung, wenn man sie dann so nennen möchte und. Ja, wäre also sehr, sehr kontraproduktiv, wäre immer also das Argument mit dem, oh, komm, da gibt es doch größere Probleme, da brauchen wir das nicht drüber diskutieren, mal gebracht hat, sollte da eigentlich drüber nachdenken, dass man sich damit ganz, ganz groß ein Eigentor gräbt. Weil wenn du Krebs hast, ach komm, da gibt es doch schlimmere Probleme, da brauchen wir doch jetzt nicht drüber nachdenken, das bist doch bloß du. Wir sind 80 Millionen hier in Deutschland und auf der Welt sind wir noch mal viel mehr und so, du und Krebs, das holt jetzt niemand in den Ofen hervor. Ja? Könnte man dann aus der Logik her eben auch bringen. Und ne, das nur mal so als Beispiel. Also warum rege ich mich darüber so auf und warum war mir das jetzt einen langen Dialog wert? Einfach weil die Diskussionskultur im Internet in vielen Fällen, bei meinem Kanal noch weniger als woanders, aber in vielen Fällen einfach wirklich für den Eimer ist, wo Logik nicht angewendet wird. Da hatte ich Sokrates schon damals durch den Kakao ziehen können, von vorne bis hinten, wenn du ihm mit irgendwelchen Scheißargumenten gekommen bist. Und das hat er übrigens hobbymäßig gemacht, darum ist er auch tot. Also wahrscheinlich wäre er inzwischen auch an natürlichen Todesursachen gestorben, aber er wurde ja gestorben, mehr oder weniger, dadurch, dass er den Leuten zu sehr auf den Sack ging und jedem auf der Straße vorgeführt hat, was der doch für ein Depp ist und wie schlau Sokrates im Vergleich dazu und wie wenig derjenige da doch diskutieren kann, der dann vom Sokrates letztendlich niedergelabert wurde im philosophischen Diskurs. Habe ich auch schon versucht, war vielleicht keine gute Idee. Ne? Gut. Die Sokrates-Variante meine ich. Nicht gute Argumente. Gute Argumente sind immer gute Argumente. Die sind immer gut. Ja? Und auch bitte mir gegenüber. Wenn ihr ein gutes Argument habt, weshalb das, was ich erzähle, tatsächlich Mumpitz ist, dann bitte gerne immer her damit. Aber mit dem Strohmann, das hilft niemandem weiter. Ne? Nee. Das ist es, glaube ich. Das mit den Mails habe ich gesagt. Ich wollte bei einer richtig. Wer eine Einzelführung bei mir macht, nur noch kurz fürs Protokoll. Topliste der vergessenen Gegenstände. Ja, insbesondere wenn wir vorhaben, irgendwie mal ein bisschen was Besseres zu speisen, dann fehlen fast immer Löffel, Schüssel und wer noch ein Heißgetränk haben möchte, fast immer auch eine Tasse. Außerdem sehr, sehr häufig vergessen ist die
eine Sitzunterlage, also auch für kleinere Touren, wo gar nicht geplant ist, was groß zu essen, dann ist eine Sitzunterlage der mit Abstand häufigste vergessene Gegenstand und generell gilt für Touren immer genügend zu trinken dabei haben. Außerdem, ja, man kann hier und da mal aus dem Bach saufen, das ist aber häufig bei vielen Leuten nicht so, dass sie das deswegen tun, nur weil ich das sage und das ist genau richtig so. Das muss man sich auch nochmal klar machen, jeder Darm ist anders und manche Därme vertragen das eine Wasser ganz gut, andere Därme vertragen es dann nicht so gut und die jeweiligen Besitzer des jeweiligen Darms tragen dann die offensichtlich nicht so schlimmen bis hin zu ziemlich flüssigen Konsequenzen. Das war eine schöne Formulierung, finde ich. Ja, und in diesem Zusammenhang wünsche ich dann einen möglichst flüssig-konsequenzenfreien Abend, irgendwie so. Jetzt wird's blöd. Da muss man Schluss machen, wenn es blöd wird. Und ja, wie gesagt, fällt mir fürs Erste nicht ein. Dann wieder in ein paar Monaten, wenn es bis dahin dann wieder noch irgendwelche Neuigkeiten gibt. Entschuldigung, macht's gut, bis zum nächsten Mal.